Wir Menschen stoßen zu viel CO2 aus und nehmen zu wenig aus der Atmosphäre auf. Forschende sehen nach einer weltweiten Bestandsaufnahme dringenden Handlungsbedarf. Bislang haben die meisten Länder nur konventionelle Methoden im Programm, etwa die Aufforstung. Dabei gibt es aktuell schon vielversprechende Alternativen. Eine davon? DACCS. Das ist die englische Abkürzung für die Direktaufnahme von CO2 aus der Luft und eine anschließende Speicherung. Oder BECCS. Eine Kohlenstoffabscheidung und Speicherung. Hier wird Energie aus Pflanzen gewonnen und das dabei entstandene CO2 gespeichert. Energiepflanzen wie Mais oder Raps ziehen mithilfe der Photosynthese CO2 aus der Luft. Die Pflanzen werden in Biogasanlagen verwertet und anschließend zur Strom- oder Wärmeerzeugung verbrannt. Da Pflanzen immer wieder nachwachsen, können sie der Atmosphäre auf diese Art und Weise CO2 entziehen. Ohne Einbeziehung dieser neuartigen Methoden wird es sehr schwierig, die Klimaziele einzuhalten. Aktuell werden damit gerade einmal 0,002 Gigatonnen CO2 pro Jahr gebunden. Bis Mitte des Jahrhunderts sollten es 1300 Mal so viel sein. Schätzungen zufolge betrug im Jahr 2022 der globale CO2-Ausstoß 40,6 Gigatonnen. Zu viel für unsere Welt.